Der siebte Platz wäre schön, aber ich denke, wir werden uns dahinter einreihen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Dum-di-dum-di-dum. Die Frage brennt mich immer noch sehr, was... Moment. Was soll das Geräusch eigentlich bedeuten, dieses Umstoßen eines Wassereimers? Was soll das in Wirklichkeit sein? Der Teamkollege hinter uns. Oh. Zum Glück ist die Nase noch dran. Jeff, sei leise. Weder schiebt uns diesen Abgang uns in die Schuhe. Weder schiebt uns diesen Abgang in die Schuhe. So. Sieht aus. Fertig. Okay. Fertig zum Abheben. Das kam aber auch erst nach Windows XP rein, dieser Fehler. Den habe ich vorher nie gesehen. Schon komisch, was sich dadurch teilweise ändert, oder? Bei Far Cry 3 merke ich zurzeit auch, das Spiel schmiert häufiger ab. Bedeutend häufiger als damals. Es war damals nicht absturzfrei, das weiß ich noch, aber es ist nicht alle 30 Minuten, sagen wir mal, abgestürzt. Genauso wie der Boxenstopp-Bug, den kannte ich vor oder zu Zeiten von Windows XP auch nicht. Habe ich bei Codemasters bei F1 2010 mal erlebt. Bei Malaysia-Rennen. Extrem ärgerlich. Weil ich damals 100% Rennen gefahren bin. Und Zwischenspeichern gab es da nicht mal die Möglichkeit. Also ich habe damals nicht zwischengespeichert, weil es eben die Möglichkeit dazu gar nicht gab. Dann durfst du das ganze Rennen nochmal fahren. Die schnelle Runde mit uns. Der Teamkollege ist immer noch hinter uns, ist noch nicht abgehoben. Zumindest noch kein weiteres Mal, zumindest habe ich es nicht gesehen. Wirklich schneller scheint Halford gerade nicht zu sein. Er ist gefühlt nicht reingekommen an uns. Er ist etwas nach hinten gerutscht. 59,4, schön deutlich unter der 60-Sekunden-Marke. Oh, 23,999. Aktuell sind wir damit Erster und der Heidfeld ist hinter uns. Der ist eben schon über die Linie. Wir sind immer noch Erster. Jetzt mal Zweiter. Die Schikane war gefühlt etwas besser als letzte Runde. Mal gucken, ob das auch am Ende des ersten Sektors noch so lautet. Oder ob vielleicht die zweite Schikane was daran ändert. Ja, ich komme nicht so gut rein. Mein Fehler. Dennoch schneller. Ralf Schumacher liegt eine Viertelsekunde vor uns. Wir sind immer noch Zweiter.
1,5 Zehntel hinten dran. Und der Parabolika verlieren wir nochmal. Das war schön, als hier noch Wiese und Kies nebenan gab. Mittlerweile kann man sich da einen Fehler erlauben und einfach mal rausfahren. Wie an so vielen Stellen. Langsamer. Letzte Runde, dann ist der Tankinhalt praktisch erschöpft. Nick ist schon reingefahren. Zu schnell. Es kostet Schwung. Deutlich Zeit gekostet, wir kommen diese Runde rein. Hat sich nicht viel geändert, immer noch so 4 bis 15 Rückstand. Da steht ein BMW Williams und das ist Montoya. Hackenden liegt 94 Tonnen hinter uns. Fertig. Oh, ein Jordan. Der wird jetzt aber weit wegfahren. Schon mal gut los. Zum Glück ist das diese Runde passiert, nicht nächste. Das sah cool aus. Los geht's, wir sind immer noch Zweiter.
Gefährliches vor uns. Wir kommen ihm näher, das ist nicht gut. Wir sind einen Ticken schneller, anderthalb Zehntel. Etwas mehr als eine Zehntel hinter Schumacher und ich komme zwar nach außen, Kacke! Damit haben wir uns etwas von Minardi entfernt. Ich hoffe, der kommt jetzt rein. Ich würde das gerne jetzt wissen, dann kann ich nämlich nochmal Abstand lassen. Könnte ich so oder so machen. Michael ist schon mal auf der 1, wie jetzt auf der 4. Gleiche Vorsprung auf die eigene Bastard wie vorhin. Vorne fährt was Blaues. Ist der Teamkollege. Minimal besser als die eigene Bestzeit. 35.000 ist echt nicht viel. Die Paraboliker war gefühlt gut. Ob sie das wirklich ist, sehen wir gleich. 23.999 unterbieten wir. Wenn auch leicht. Jetzt sind wir Fünfter. Na toll. Nochmal um 700stel schneller. Sehr schön. Unter 59 wäre noch schöner. Ja, da habe ich etwas verloren, der Paraboliker im Vergleich zur Runde davor. Dreizehntel gewonnen, jetzt sind wir auf der 4. Sekunde Rückstand auf Michael Schumacher, das ist gar nicht so viel. Also schon viel, aber nicht für diese Verhältnisse hier. Für die 2001er Verhältnisse. Da ist das schon in Ordnung. Wer weiß, wie er sich aber noch verbessern kann. Wie er sich noch verbessern kann, ich denke gerade an das Qualifying 2000 in Suzuka. Michael Schumacher und Mika Häkkinen, wie die sich mit jedem Versuch minimal unterboten haben. Das war ein richtig geiles Qualifying.
Einen kleinen Versuch haben wir noch. Steht er da immer noch? Der steht doch da immer noch. Das ist nochmal ein Teuer. Ob er wirklich da steht und ob es bloß eine Einbildung ist? Ich habe vorhin mein Teuer gesagt, fällt mir gerade auf. Ralf Schumacher, der da vor seiner Garage steht, der ist auf der 2. DC auf der 3. Gar nicht so weit weg. Trulli, hinter uns. Einfach nur hinter uns. Immer noch auf der 4. 6 Teilnehmer gerade auf der Strecke. Wollen wir mal in die letzte Runde gehen? Wir kommen nicht zum Stop. Mist. Ach. Die Runde ist dahin. Das war's mit uns. Das wird nicht mehr als Platz 4. Aber Platz 4 wäre super, aber ich glaube nicht, dass es Platz 4 wird. Es geht noch nach hinten, hinter die 7. Steht er immer noch. Oh, aber mit Lloyd. Platz 10 für ihn.
Der Abstand zwischen Michael Schumacher und Coulthard war heftig, den haben wir gesehen. Aber auch zu Ralf Schumacher ist er alles andere als klein. Das sind fast 6 Zehntel. Coulthard auf der 3, dann Barrichello, dann wir. Auf der 5 hätte ich echt nicht gedacht. Trulli Häkkinen, Panis Frenzen auf der 9, das ist ja richtig, richtig gut. Halt wird auf der 10 ist ordentlich, Montoya auf der 11 ist zu schlecht. Villeneuve, Alesi, Bernoldi, Irvine, Button de la Rosa, Enge, Fisichella, Verstappen, Jong, vor Alonso. Letzte Startreihe ist fest in Minardi-Hand beim Heimspiel. Vielleicht wird das so wie in Ungarn oder in Deutschland, nämlich etwas Zählbares. Ich versuche hier mit einem No-Stop-Rennen ranzugehen. Mal gucken, ob das was bringt. Mal gucken, wo wir uns endplatzieren werden. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.